Karel J. hat eine sehr einfache Welt. Nur ein Koordinatensystem mit ein paar möglichen Objekten darin. Das Koordinatensystem kennt nur ganzzahlige Koordinaten. In Anlehnung an amerikanische Stadtpläne, wie zum Beispiel den von Manhattan, heißen die Ost-West-Achsen Streets. Und die Nord-Süd-Achsen heißen Avenues. In diesem Koordinatensystem bewegen sich Roboter, die wir einrichten müssen. Mit dieser Zeile wird ein erster Roboter eingerichtet. Roboter werden in diesem Video genau so als kleine rötliche Kästen mit einer Pfeilspitze dargestellt. Im Rahmen der Namenskonvention von Java können wir den Robot beliebig nennen. Wir nennen ihn hier Karel. Diese Namenskonvention werden im Video zu syntaktischen Bestandteilen von Java-Programmen eingeführt. Hier und hier wird angezeigt, dass Karel ein Robot und nichts anderes ist. Warum die Einrichtung eines Robots so kompliziert aussieht, wird in dem Video zu Klassen und Objekten erläutert. Hier nehmen wir es erst einmal ohne Erläuterung hin. Der erste Parameter zur Einrichtung von Karel ist die Street. Der Robot wird also auf der zweiten Street platziert. Der zweite Parameter ist die Avenue, also Robot auf 4. Avenue. Den dritten Parameter stellen wir zurück. Mit dem befassen wir uns später. Der vierte Parameter gibt die Richtung an, in die der Robot schaut, also die Richtung der Spitze. North ist nach oben, East nach rechts, South nach unten und West nach links. Immer mit einem Großbuchstaben am Anfang, danach Kleinbuchstaben. Die erste echte Aktion des Robots. Ein Schritt vorwärts in seine momentane Richtung, also nach oben bzw. nach Norden. Move ist eine Methode der Klasse Robot. Methoden werden aufgerufen, indem sie durch Punkt getrennt hinter den Namen des Robots geschrieben werden. Methode Move hat keine Parameter. Das wird durch ein leeres Klammerpaar angezeigt. Und noch ein Vorwärtsschritt. Nach zwei Vorwärtsschritten nach Norden sind wir auf der 4. Street. Jetzt eine andere Methode namens Turn Left. Bei dieser Methode ändert sich nicht die Position des Robots, sondern nur seine Ausrichtung. Von Norden nach Westen, von Westen nach Süden, von Süden nach Osten bzw. von Osten nach Norden. Und wieder ein Vorwärtsschritt mit Methode Move. Da der Robot nach der Linksdrehung nach Westen zeigt, geht der Schritt also nach links oder anders gesagt nach Westen. Und noch ein Vorwärtsschritt nach links. Zur Abwechslung wieder einmal eine Linksdrehung und ein Vorwärtsschritt nach unten. Damit lassen wir Karel erst einmal in Ruhe. Denn wir richten einen zweiten Robot ein. Fantasielos wie wir sind, nennen wir ihn Karel 2 und sehen dabei, Bezeichner können auch Ziffern enthalten. Das erste Zeichen muss aber immer ein Buchstabe sein. Den dritten Parameter hatten wir bei der Einrichtung von Karel noch übersprungen. Dort hatte er den Wert 0. Bei Karel 2 hat er einen positiven Wert. Jeder Robot hat einen Beeper-Bag, also eine Tasche für Beeper. Karel hatte keinen Beeper in seinem Beeper-Bag, Karel 2 hingegen hat 5 Beeper. Wenn ein Robot keinen Beeper hat, dann schreiben wir in diesem Video die 0 nicht extra in den Robot. Und mit Methode PutBeeper legt Karel 2 gleich einen der Beeper an seiner momentanen Position ab. Daher hat Karel 2 statt 5 nur noch 4 Beeper im Beeper-Bag. Der abgelegte Beeper ist in diesem Bild etwas unklar zu sehen, weil der Robot darauf steht. Jetzt ist der Robot einen Schritt zur Seite gegangen. Beeper zeigen wir in diesem Video mit einer solchen Raute an. Auf einer Position können mehrere Beeper sein, deshalb steht in der Raute noch die Zahl der Beeper, die auf dieser Position platziert sind. Und noch einen Beeper abgelegt. Jetzt hat Karel 2 nur noch 3 Beeper.
Durch Schritt nach rechts ist auch dieser Beeper wieder gut zu sehen. Wir legen an der momentanen Position wieder einen Beeper ab. Diesmal legen wir aber noch einen zweiten Beeper an derselben Position ab, sodass Karl 2 nur noch einen Beeper hat. Nach Rechtsschritt sehen wir, dass in der letzten Position tatsächlich jetzt zwei Beeper sind. Eine Linksdrehung und noch eine, also insgesamt eine 180-Grad-Drehung. Der nächste Vorwärtsschritt ist also eigentlich ein Schritt zurück. Eine neue Methode, Pick Beeper. Der Robot Karl 2 nimmt einen der beiden Beeper auf dieser Position wieder auf, hat also jetzt zwei Beeper. Und der Vorwärtsschritt zeigt, dass nicht mehr zwei, sondern nur noch ein Beeper auf der letzten Position von Karl 2 ist. Auf der momentanen Position von Karl 2 war und ist nur ein Beeper. Nach einem weiteren Aufruf der Methode Pick Beeper ist an der momentanen Position kein Beeper mehr und Karl 2 hat jetzt drei Beeper. Ab jetzt lassen wir Karl 2 in Ruhe und lassen wieder Karl ein bisschen was tun. Zuerst eine Linksdrehung. Jetzt etwas völlig Neues. Fünf Vorwärtsschritte durch eine einzige Anweisung. Eine Schleife. Mit Loop 5 vorneweg wird gesagt, dass das, was unmittelbar danach kommt, nicht nur einmal, sondern gleich fünfmal ausgeführt werden soll. Karl ist also fünfmal eine Position vorwärts gegangen. Das, was danach kommt, ist in geschweifte Klammern gepackt. Bei einer einzelnen Anweisung wie hier, dem Move, könnte man die geschweiften Klammern auch weglassen. Wir schreiben sie trotzdem hin nach dem Motto: erst die allgemeine Regel genau klären und einüben, danach, irgendwann später, auch die Ausnahmen betrachten. Und noch eine Schleife. Dreimal hat Karl 2 sich um 90 Grad nach links gedreht. Vorher hat Karl 2 nach Westen gezeigt, jetzt zeigt er nach Norden. Eine andere Art von Schleife, die While-Schleife. Mit der While-Schleife führt man Anweisungen nicht wie bei Loop eine feste Anzahl oft aus, sondern so lange, bis eine bestimmte Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Leider passen die Anweisungen, die in der Schleife ausgeführt werden, nicht mehr gut auf die Folie, sodass wir sie gleich erst nachliefern. Diese Bedingung steht gleich hinter dem Schlüsselwort while in runden Klammern. In diesem Fall eine Methode von Klasse Robot, die einen Wahrheitswert zurückliefert. Any beepers in beeper back liefert wahr zurück genau dann, wenn Karl 2 in diesem Moment mindestens einen Beeper hat. Die Schleife ist also zu Ende genau in dem Moment, wenn Karl 2 keine Beeper mehr hat. Hier nun die Anweisungen, die so lange ausgeführt werden sollen, bis Karl 2 keine Beeper mehr hat. In jedem Durchlauf soll dasselbe passieren. Ein Beeper wird an der momentanen Position platziert, danach geht Karl 2 einen Schritt vorwärts. Da Karl 2 momentan drei Beeper hat und nach oben zeigt, wird Karl 2 also dreimal einen Beeper platzieren und danach jedes Mal einen Schritt nach oben gehen. Und so sieht das Ergebnis aus. Die einzelnen Anweisungen, die wir bisher haben ausführen lassen, fügen wir jetzt zu einem Gesamtprogramm zusammen. Die Punkte hier gehören nicht zur Programmiersprache, sondern zeigen nur an, dass wir an dieser Stelle die ganzen Anweisungen einführen werden. Eine Folie reicht nicht, um das ganze Programm in vernünftiger Schriftgröße zu zeigen. Ein Programm wird in Karl J durch das Schlüsselwort Task eingeleitet. Das ist einer der wenigen Unterschiede zur eigentlichen Programmiersprache Java. Wie Programme in Java stattdessen aussehen, ist im Video zu Klassen und Objekten zu sehen.
Die Anweisungen selbst stehen in geschweiften Klammern. Das kennen wir schon von Schleifen. Das sind die ersten sieben Anweisungen, die wir betrachtet hatten. Einrichtung von Robert Karel und ein paar Methodenaufrufe mit Karel. Und die nächsten sieben Anweisungen, darunter die Einrichtung von Karel II. Noch einmal die nächsten sieben Anweisungen. Nach noch zwei Anweisungen kommen wir schon zur ersten Schleife, die wir haben ausführen lassen. Und die weiteren beiden Schleifen. Das waren alle Anweisungen. Jetzt ein völlig neues Programm, diesmal mit einer richtigen Aufgabe, die es zu lösen gilt. Ein Rechteck von 9 Streets und 10 Avenues soll mit Beepern gefüllt werden. Ein Beeper auf jeder Position, also insgesamt 90 Beeper. Dazu richten wir einen Robot ein, den wir Rex nennen, in Anlehnung an das englische Wort Rectangle für Rechteck. Und wir richten Rex auch gleich mit den benötigten 90 Beepern ein. Das sind die Anweisungen, die Robert Rex ausführen soll. Insgesamt sind 9 Zeilen zu füllen. Jede Zeile wird in einem Durchlauf durch diese äußere Schleife gefüllt. Wir haben schon gesehen, wie man Beeper in einer Street oder Avenue nacheinander ablegt. Die Schleife hat 2 Anweisungen, die in jedem Durchlauf ausgeführt werden. Zuerst wird ein Beeper abgelegt, dann geht der Robot einen Schritt vorwärts. 10 Mal insgesamt, da das Rechteck 10 Avenues umfassen soll. Aber das reicht nicht. Nachdem eine Street gefüllt ist, steht der Robot am Ende dieser Street und schaut nach rechts. Zur Füllung der nächsten Street muss er aber am Anfang der nächsten Street stehen und dort nach rechts schauen. In diese Position müssen wir den Robot erst noch bringen. Um an den Anfang der nächsten Street zu kommen, müssen wir wenden, also 2-mal Turn Left. Nach einem Turn Left schaut der Robot nach oben. Diese Gelegenheit nutzen wir, um mit einem Move zwischen den beiden Turn Left in die nächste Street zu kommen. Jetzt ist der Robot schon auf der richtigen Street, aber am rechten Ende und schaut nach links. Deshalb geht der Robot erst einmal in einer Loop um 10 Avenues nach links. Jetzt ist der Robot an der richtigen Position, schaut aber nach links. Also müssen wir ihn noch einmal um 180 Grad wenden lassen. Und dann ist er für das Füllen der nächsten Street bereit. Wir können die Definition der Schleife abschließen. Der Robot ist zum Füllen einer weiteren, der 10. Street bereit, weil er unnötigerweise im letzten Schleifendurchlauf noch einmal so positioniert wurde. Macht nichts. Wir schreiben dieses Programm noch einmal leicht um und gehen dafür noch einmal ganz an den Anfang zurück. Zusätzlich zum Robot Rex richten wir noch 2 weitere lokale Variable ein. Beide sind vom Typ Int, das heißt, sie können ganze Zahlen speichern. Positive ganze Zahlen, negative ganze Zahlen und natürlich auch die Null. Das Int steht für Integer oder Integral, was im Englischen unter anderem ganzzahlig heißt. Mehr zum Datentyp Int im Video zu primitiven Datentypen. Die beiden Variablen nennen wir Anzahl Zeilen und Anzahl Spalten, denn genau das sollen die beiden Variablen enthalten. Wir wollten 9 Zeilen und 10 Spalten haben, also setzen wir die beiden Variablen auf den Wert 9 bzw. 10. Noch einmal dieselben Anweisungen zum Füllen des Rechtecks. Anstelle der Zahlenwerte stehen jetzt die Variablennamen in den Loops. Das Ergebnis ist natürlich exakt dasselbe. Aber durch die sprechenden Namen, Anzahl Zeilen und Anzahl Spalten, wird sofort offensichtlich, was hier abgeht. Bei einem so kleinen Programm mag das noch keine Rolle spielen.
Aber bei Programmen mit mehreren Millionen Zeilen ist man beim Lesen und Verstehen des Programms schon froh, wenn man solche sprechenden Namen anstelle von irgendwelchen Zahlenwerten findet. Zum Abschluss schauen wir uns beispielhaft an, wie man eigene Robotklassen definieren kann, die mehr können als Klasse Robot selbst. Wir werden dieses Thema hier nur kurz streifen. Systematische Erläuterungen finden sich im Video zu Klassen und Objekten sowie im Video zu Vererbung und Polymorphie. Genauer gesagt definieren wir einen Robot, der nicht nur eine Methode Turnleft zum Linksdrehen, sondern zusätzlich eine Methode Turnright zum Rechtsdrehen hat. Eine solche Methode hat Klasse Robot nicht. Schlüsselwort Class zeigt an, dass wir hiermit eine neue Klasse definieren wollen. Dieser Klasse geben wir den, zugegeben wieder fantasielosen, Namen Dreher. Das Public zeigt an, dass diese Klasse sichtbar und damit allgemein verwendbar sein soll. Mehr dazu im Video über Zugriffsrechte und Packages. Mit Schlüsselwort Extends und Klassenname Robot sagen wir, dass die neue Klasse Dreher von der schon vordefinierten Klasse Robot abgeleitet werden soll. Dadurch erbt Klasse Dreher alle Methoden von Klasse Robot. Methoden wie Move und Turn Left erbt Dreher von Robot, ebenso die Methoden für die Behandlung von Beepern und auch alle anderen Methoden von Robot, die wir hier nicht betrachtet haben, werden an Klasse Dreher vererbt. Die ganze Klassendefinition ist wieder in geschweiften Klammern. Das kennen wir ja schon. Neben den von Robot ererbten Methoden soll Klasse Dreher auch eine Methode Turnright haben. Hier definieren wir diese Methode. Die Anweisungen sind wie gehabt wieder in geschweiften Klammern. Nur eine Anweisung in Turnright, eine Schleife, denn dreimal links herum ist dasselbe wie einmal rechts herum. Da Methode Turnleft von Robot ererbt ist, steht diese Methode in Dreher zur Verfügung und kann also verwendet werden, um Methode Turnright zu definieren. Das Public hier besagt, dass die Methode Turnright nach außen sichtbar und allgemein verwendbar sein soll. Das Schlüsselwort Void zeigt an, dass diese Methode nichts zurückliefert. Wir hatten eine Methode kennengelernt, die einen Wert zurückliefert, nämlich Methode AnyBeepersInBeeperBack. Bei Methode AnyBeepersInBeeperBack steht an dieser Stelle der Datentyp der Rückgabe. Da Methode Turnright nichts zurückliefert, steht hier eben Void, ein englisches Wort für leer. Leider reicht es nicht, die eigentlich beabsichtigte Methode Turnright zu definieren. Wir müssen zusätzlich noch einen sogenannten Konstruktor definieren. Den Konstruktor brauchen wir public und er heißt immer genauso wie die Klasse. Hier heißt er also Dreher. Dieser Konstruktor tut nichts anderes, als den Konstruktor der Basisklasse, also von Klasse Robot, aufzurufen. Beim Einrichten von Karl 2 und von Rex hatten wir immer den Konstruktor von Klasse Robot aufgerufen. Erster Parameter die Street, zweiter Parameter die Avenue, dritter Parameter die Anzahl Beeper und vierter Parameter die Richtung. Diese vier Werte sind ihrerseits Parameter des Konstruktors von Klasse Dreher, damit sie bei der Einrichtung eines Drehers übergeben werden, wie bei Robot. Wir belassen die Reihenfolge, weil man an diese Reihenfolge ja durch Robot gewöhnt ist. Die ersten drei Parameter sind wieder vom Typ Int für ganze Zahlen. Datentyp Direction, also das englische Wort für Richtung, kann die Werte North, East, South und West annehmen, die wir inzwischen schon gut kennen. Zum Abschluss noch ein Programm mit einem Dreher. Klassendefinitionen wie die von Klasse Dreher sind immer außerhalb des Taskblocks, genauer gesagt vor dem Taskblock. Da wir den Konstruktor von Klasse Dreher gerade so definiert haben, können wir einen Dreher genauso einrichten, wie wir einen Robot eingerichtet haben. Wir sind wieder fantasielos und nennen den Dreher einfach DR. Diese beiden Methoden sind von Klasse Robot ererbt
und tun bei einem Dreher genau dasselbe wie bei einem Robot. Diese Methode haben wir gerade eben spezifisch für Klasse Dreher definiert. Und so ein Dreher sieht in der CorelJ World genauso aus wie ein Robot. Denn in der Logik von Java und CorelJ ist ein Dreher auch ein Robot. Halt ein Robot, der ein bisschen mehr kann als normale Robots. In dem kleinen Programmbeispiel eben folgte nach der Einrichtung von DR zuerst eine Linksdrehung. Dann ein Vorwärtsschritt und schließlich die neue Rechtsdrehung. Damit ist unsere kleine Rundtour durch CorelJ beendet.